Bittere Nachrichten für alle Zuschauer von Kreuzfahrt ins Glück. Der Sender ZDF hat eine traurige Entscheidung getroffen. Nun ist es amtlich. Der Sender ZDF hat eine Bekanntmachung gemacht, die den Fans von Kreuzfahrt ins Glück ganz und gar nicht gefallen dürfte. Denn eigentlich konnten sich alle Zuschauer im Anschluss an das Traumschiff stets über den Ableger Kreuzfahrt ins Glück freuen. Doch nun gibt es ein trauriges auszuverzeichnen. ZDF, mehr Traumschiff statt Kreuzfahrt ins Glück. Traurige Neuigkeiten für alle Fans von Kreuzfahrt ins Glück. Denn wie nun bekannt wurde, wird die Ablegershow von das Traumschiff eingekürzt. Ab 2024 soll nur noch eine Folge pro Jahr im ZDF erscheinen. Gegenüber dem Branchendienstleister DWDL hat der öffentlich-rechtliche Sender bestätigt, dass im kommenden Jahr an Neujahr eine neue Folge ausgestrahlt werden soll. Sie wird um 21.45 Uhr über die Bildschirme flimmern. Doch dann heißt es erstmal warten. Immerhin gibt es frohe Kunde für die Zuschauer des Traumschiffs. Denn wie der Sender ZDF weiter bekannt gemacht hat, soll das Kreuzfahrtschiff auch in der Saison 2024 und 2025 weiterhin dreimal im Jahr ausfahren. Und somit sind neue Folgen auch im kommenden Jahr an Neujahr, Ostern und an einem der Weihnachtsfeiertage gesichert. Ebenfalls wird noch in diesem Jahr eine Zusatzfolge mit Schlagerstar Florian Silbereisen und seinen prominenten Gästen im deutschen Fernsehen erscheinen. Mit an Bord sind laut Sender ZDF Kathy Hummels, die sich gemeinsam mit der Traumschiff-Crew auf eine weite Reise nach Namibia begibt. Die Folge wird am 26. November ausgestrahlt.